Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 8. Es geht weiter, werte Freunde. Jetzt bin ich wieder allein. Eine neue Woche beginnt. Und ja, ich habe mal ein Buch nachgeguckt wegen diesem ominösen Buch. Liegt einfach daran, weil da dieses Mädchen davor steht, denke ich einfach mal. Wir haben später noch öfters die Möglichkeit, wir werden in diesem Balam-Garten oft sein. Und irgendwann wird dieses Mädel doch hoffentlich weg sein. Und dann müssten wir eigentlich an das Buch kommen, denn laut Lösungsbuch ist es genau hier, aber ich kann es nicht anklicken. Ich habe schon alles versucht. Offline eben auch nochmal des Öfteren. Es klappt einfach nicht. Haben wir mit euch schon gequatscht? Hallo? Kommt mir irgendwie neu vor. Schon mitgekriegt? Unser Budget wurde schon wieder gekürzt. Warum eigentlich? Die wollen uns doch nur verarschen. Von allen Diensten sind wir Bücherdienst doch am nützlichsten. Das ist wahr. Und warum bekommen wir nur so viel wie der Ordnungsdienst? Frag mich nicht. Naja, wir bekommen zwar das Geld für die Bücher extra, aber wir brauchen noch viel mehr für unsere Süßigkeiten. Ja, okay. Das Gespräch hätte ich mir auch schenken können. Ja, es ist öfters so. In diesem Balam-Garten ist es doch alles sehr lebhaft und keineswegs statisch. Ihr habt es ja auch sicherlich schon gemerkt, da laufen die Leute rum. Manchmal ist jemand da, manchmal nicht. Manche sind zwar immer an einem Posten, aber das kann sich auch noch ändern. Ich hoffe es einfach mal. Ja. Unser Ziel ist eigentlich klar. Wir waren das letzte Mal in der Feuergrotte. Ich würde jetzt aber mal sagen, wir machen hier noch ein bisschen einen auf gemütlich so zum Wochenanfang. Wir müssen ja nichts überstürzen, bevor die Mega-Action hier abgeht. Ich habe mir ein Gebiet hier noch nicht angeguckt und das werde ich jetzt einfach mal alleine machen. Bevor ich das aber mache, werde ich mich dementsprechend ein bisschen ausrüsten. Ja, scroll bitte. Ja, wie ihr seht, HP-Kopplung haben wir gelernt, deswegen können wir jetzt unsere HP verstärken. Ich zeige euch das eben mal. Wenn ich jetzt optimal auf HP gehe, beachtet mal die Zahl, wir haben momentan 572 maximale HP. Wenn wir das jetzt aber mit einem Zauber koppeln, boom, 772, das ist ein Unterschied, ja. Aber immer wenn wir jetzt halt Vita benutzen, ne, geht halt auch der Wert runter. Deswegen, ist halt so eine Sache. Nee, wollte ich jetzt aber eigentlich nicht auf optimal HP machen. Das war nur ein Beispiel. Ich lasse es bei Stärke, okay, macht eh keinen Unterschied. Ich könnte auch, nee, das Koppeln von dem anderen Vieh lasse ich jetzt. Ich will hier jetzt auch nicht großartig leveln. Ich will einfach nur, euch nur mal das Gebiet zeigen, damit ihr das auch kennt. So, die Trainingsanlage, aber man kann sterben. Also, es ist ein hartes Training. Ja, nur die Ratten kommen in den Garten. Und Squall traut sich da ganz alleine hin. Sieht ein bisschen, weiß nicht, ramponiert, kaputt aus. Und da kommt schon der erste Kampf. Oh, diesmal war die Übergangsanimation sehr schön. Das ist mir nämlich in den vorigen Parts aufgefallen, da sah das irgendwie seltsam aus. Ich vermute, dass es an der PlayStation 3 lag, dass die das nicht so schön darstellen kann, wie es eigentlich ist. Okay, und der hat einen neuen Zauber. Schweigen! Leute, ihr wisst, was das bedeutet. Ich werde jetzt diesen Zauber mich volltrauen. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich damit fertig bin. Beziehungsweise, wenn ich meine, dass ich genug habe. Also, bis gleich. Jo, und da bin ich schon wieder. Denn ich habe mir gedacht, es ist eigentlich sinnlos, das jetzt zu machen. Weil, was ich, glaube ich, noch nie gesagt habe, Zauber werden ja immer separat pro Charakter gezogen. Das heißt, nur Squall verfügt dann über diese 100 Schweigen. Also wenn ich jetzt auf 100 gemacht hätte, ich habe jetzt nur so auf 25 oder so. Und die anderen haben das dann nicht. Und deswegen mache ich das lieber, wenn ich mal in einer Dreiergruppe bin. Dann kann drei auf einmal das ziehen. Das ist natürlich deutlich sinnvoller. Deswegen musst du jetzt sterben, mein Freund. Es tut mir leid, auch wenn du dich dagegen sträubst. Ich könnte mich ja auch mal heilen. So, komm, stirb jetzt. Oh, Mann. Ja, jetzt sind wir... Ah, ich könnte euch noch was anderes zeigen. Jetzt fällt mir wieder was ein. Wenn wir in einem gelben Status sind... Na super, jetzt stirbst du natürlich. Jetzt stirbst du. Egal, zeige ich das beim nächsten Gegner. Wenn wir in einem gelben Status sind,
werden diese Limit Breaks, die ich beim Dinosaurier kurz angesprochen habe, werden dann eventuell aktiv. Da besteht eine Chance, dass dann so ein Pfeilchen kommt. Und jeder Charakter hat total unterschiedliche Limit Breaks. Ich nenne es einfach mal so. Es wird wahrscheinlich in dem Spiel wieder anders heißen. Das geht aber, wie gesagt, nur, wenn die LP sehr mau ist. Natürlich kann man auch absichtlich darauf spielen. Und man kann diesen Zufall ein bisschen hinausbeschwören, wenn jetzt nicht gerade drei auf einmal kommen würden. Das gefällt mir aber gar nicht. Nein, das ist mir zu heftig. Ich muss leider fliehen. Sorry. Ah, jetzt wäre es eben da gewesen. Ja, wie kann man diesen Pfeil, der eigentlich nur ab und zu kommt im Low-Bereich, wie kann man den provozieren? Ganz einfach, indem man die Charakterwechseltaste drückt. Und im Falle, wenn man alleine ist, geht das ja dann noch schneller. Weil jedes Mal, wenn der Charakter gewechselt wird, besteht halt die Chance, dass man es nochmal bekommt. So, und jetzt werde ich erstmal speichern. Denn dann macht das nichts, wenn ich jetzt gleich sterbe. Eigentlich möchte ich euch mal einmal als Beispiel zeigen, bevor ich mich heile. Vielleicht gelingt mir das nochmal, wenn vielleicht so ein Pflanzenvieh noch einmal kommt. Einmal ist ja gut. Da hoch komme ich nicht. Das sieht irgendwie so aus, als könnte man da rüber, aber das geht nicht, beziehungsweise noch nicht. Gut, dann gehen wir da rum. Das ist eigentlich ein relativ kleines Gebiet. Einmal so umherum. Und da sehe ich einen Trollpunkt. Den können wir uns mal versuchen zu holen. Eis. Oh, haben wir sogar noch ein bisschen was offen. Gut. So, jetzt sind wir garantiert wieder voll damit. Ja, eigentlich eine schöne Anlage. Aber Monster verseucht. Ja, genau so muss die Kampfanimation eigentlich aussehen, dieser Übergang. Das war irgendwie verpixelt ansonsten. Ah, jetzt kann ich es euch zeigen, sehr schön. Wenn Squall jetzt an der Reihe ist, könnte der Pfeil kommen, muss aber nicht. Wenn er nicht kommt, werde ich wechseln, er kommt. Wenn man dann nach rechts drückt, kommt Squalls Spezialfähigkeit. Die ist, wie gesagt, bei jedem was anderes. Bei jedem muss man sie auf andere Art und Weise verstärken. Jawohl, da macht er mehrere Hits auf einmal. Und man kann dann natürlich auch den Zusatzeffekt der Gunblade nutzen. Aber wie ihr eben gemerkt habt, ist mir das nur einmal geglückt. Schade. So, jetzt heile ich mich aber. Ist eigentlich eine nette Sache, diese Limit Breaks. Wenn man absichtlich im Low-Bereich bleibt, kann man das geil ausnutzen. Aber ich bin das eigentlich relativ ungern. Ich fühle mich jetzt doch deutlich sicherer. Ja, mein Freund. Killen wir dich noch schnell. Und das war dann auch schon mein kleiner Ausflug in der Trainingsanlage. So, das war's schon mit ihm. Sehr gut. Eigentlich sollen wir ja in unsere Quartiere. Da geht die Story weiter. Das machen wir eventuell in diesem Part auch noch. Mal gucken. Schlafpuder erhalten. Danke. Wetzerkottel Level Up. Nice. Ach, da fällt mir was ein. Was lernen denn meine Kameraden denn gerade? Das hätte ich schon früher einstellen können. Was lernt ihr denn? GF-Magie. Ja, ich finde diese GF-Buffs sind ich nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Mir sind diese Koppelungen und Anfeuern relativ wichtig. Wo ist Anfeuern? Ah, hier. Kostet nämlich nur 10. Trotzdem mache ich jetzt erst das Teurere. Mir ist dieses Kopplungszeug immer sehr wichtig am Anfang. Elementangriff. Oh, oh, das dauert lang. Nee, da mache ich erstmal auch Körper. So, obwohl die lernt ja gerade eh nichts. Die ist ja immer noch bei Quistis. Und Quistis hat die Gruppe verlassen. Ah, auch interessant. Es gibt auch Freundschaften. Ich weiß gar nicht mehr, wie das genau ist, aber je effektiver die Freundschaft, desto, ja, effektiver wahrscheinlich auch die Angriffe, denke ich jetzt einfach mal. Hundertprozentig weiß ich das jetzt nicht. So Kleinigkeiten könnte ich natürlich immer auch im Buch nachgucken, aber ich lasse mich das gerne selbst auch mal überraschen. In dieser Trainingsanlage, wir haben es jetzt zum Glück nicht erlebt, gibt es auch den Dinosaurier. Der ist natürlich alleine nochmal eine härtere Nuss wie der im Wald. Muss nicht sein. Nee, reicht jetzt auch vorerst. Wir werden... Wir gehen jetzt noch schnell an den Schulcomputer. Ich wollte im ersten Part ja nicht so viel Theorie machen. Ich würde sagen, jetzt nach ein bisschen praktischer Übung können wir ruhig nochmal an den Schulcomputer uns ein bisschen einlesen und dann geht's definitiv weiter. Ach ja, der Anfang, der ist so schön. Gibt selten ein Spiel, das so ruhig anfängt und sich so Zeit lässt.
Aber wenn ihr den späteren Verlauf betrachtet, werdet ihr verstehen, warum. Da wird es nicht mehr so gemütlich. So, ja, ist jetzt natürlich ein blöder Umweg. Jetzt noch extra nochmal da hoch und an den Rechner. Aber muss sein, vielleicht sehen wir noch irgendjemand Neues. Ja, ich weiß nicht, in Triple Trade läuft es auch sehr gut, muss ich sagen. Der erste Part, klar, gab es ein paar Fails. Im zweiten waren wir schon überfordert. Ich weiß nicht, so rein von den Views her gucken es relativ viele. Freut mich auch sehr. Jetzt bin ich schon mit Triple Trade durch. Ich habe eine geile Quiz-Diskarte. Ich weiß ja nicht, ob das im regulären Part interessant ist oder ob euch das überhaupt nicht interessiert. Vielleicht mache ich in den regulären Part mal so ein kurzes Kartenshow, wenn ich ein paar mehr habe. Damit ihr auch up-to-date seid. So, jetzt hocken wir uns aber erstmal total motiviert an den Computer. Mein Gott, so hucke ich auf der Arbeit auch manchmal. Nee. Ja, schalte das Ding ein und wir gucken uns das mal an. Einen Tab haben wir ja schon durchgemacht. Tutorial haben wir absichtlich übersprungen. Die Basics müssten wir uns angeguckt haben. Jetzt schauen wir uns mal den Garten an. Oder haben wir das schon geguckt? Ich bin mir gerade nicht sicher. Nee, das kommt mir neu vor. Die Nutzung der Anlagen. Nee, oder? So viel. Klassenräume, ist das interessant? Pünktlich zum Unterricht am Platz sein. Nach dem Unterricht zügig die Räume verlassen. Essen, zaubern und kämpfen verboten. Umbau des Schulrechners verboten. Na gut, wenn es so kurz ist. Übungshalle. Ausreichende Vorbereitungen sind lebenswichtig. 24 Stunden geöffnet. Nutzung für Trainingszwecke. Die eigene Fähigkeit gut einschätzen. Ja, das wissen wir am Lazarett. Bei Verletzungen oder Krankheit bitte unbedingt hier melden, mitführen von Medikamenten verboten, Rat des Chefarztes befolgen, Chefarzt Frau Dr. Kadowaki. Bücherei. Öffnungszeiten 9 Uhr bis zur Ausgangssperre, Benutzung und Besuche ohne Anmeldung erlaubt, bei Verleih bitte am Empfang melden, die anderen Schüler nicht belästigen. Nö, belästigen doch niemand. Quartiere. Grundsätzlich für jeden zugänglich. Die Seeds erhalten Einzelzimmer. Nach der Ausgangssperre möglichst in den Zimmern bleiben. Privateigentum. Nicht in der Öffentlichkeit. Was? Ach, sollte man mir angewöhnen, nicht so schnell zu klicken. Naja. Mensa. Öffnungszeiten. 9 bis 21 Uhr. Schulordnung befolgen. Lunchpakete auf Anfrage. Nur bei Manöver und Mission. Okay, was hätten wir dann? Lebensführung. Was ist das? Motto. Praxisbezogen, hilfsbereit, freiheitsliebend. Alles klar. Die Uniform. Warum tragen wir eigentlich keine Uniform? In der Regel ist das Tragen der Uniform nicht Pflicht, ausgenommen, wenn Anweisungen diesbezüglich erfolgen. Ach so. Belohnung und Strafe. Der Direktor belohnt stets vorbildliche Schüler. Bei anhaltendem unsozialem Verhalten kann der Schüler ohne Vorwarnung ausgewiesen werden. Warum ist Seifert da noch hier? Lebensführung. Der Missbrauch von Kampftechniken ist strengstens verboten. Das Gesicht des Ballamgartens muss bewahrt werden. Wenn Liebesbeziehungen eingegangen werden, überlegt handeln. Wer überlegt denn noch, wenn man verliebt ist? Also hallo? Lebensführung, ja, Verhalten im Notfall. Verhalten im Notfall im zweiten Stock. Notausgang benutzen im Erdgeschoss. Haupttor benutzen. Die Älteren müssen die Jüngeren bei der Evakuierung anweisen. Benutzung des Fahrstuhls verboten. War klar. Das müssen wir alles lernen hier, wissen wir. Ausgangssperre. Einhalten bitte. Die Zeiten für die Ausgangssperre bei den Lehrkräften erfragen. Okay. Ja, ich habe jetzt schon wieder genug Theorie. Ich habe keinen Bock mehr, das am Stück reinzuziehen. Ich mache das immer so stückchenweise. Ich weiß ja nicht, wie ihr das findet, aber ganz ehrlich... Also ich will das jetzt nicht am Stück, das reicht. Da würde ich einen ganzen Part dran verbringen, das wäre doch urlangweilig. Wir wollen noch ein bisschen was erleben. Wir machen jetzt mit der Story weiter. Ja, in der Schule war ich auch schon immer so, bloß nicht zu viel lernen. Immer nur das Nötigste. Aber ich finde es nett, also ich finde das schön. So, mit den Quartieren geht es also wieder nach unten. Ich glaube, ich muss dann noch einen kurzen Cut machen, mal schauen, wie viel Zeit wir überhaupt noch haben. Ich glaube gar nicht mehr allzu viel. Mann, die Zeit geht immer so rasend schnell vorbei. Ich bin ja echt mal gespannt, wie lange wir für dieses Let's Play brauchen werden. Ich habe mir ja vorgenommen, es in diesem Jahr zu schaffen. Keine Ahnung, ob es klappt.
Und danach mache ich erstmal wieder eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde, klar. Ich mache nur eine halbe Stunde Pause bis zum nächsten großen Rollenspiel. Let's Play. Nein, natürlich ein halbes Jahr mache ich dann Pause. Dann kommen mal wieder die etwas kurzweiligeren Games an die Reihe. Und das nächste Rollenspiel wird dann voraussichtlich Shadow Hearts werden. Ist aber noch nicht sicher. So, wir rennen jetzt dann nach oben. Und ich mache gleich einen Cut. Ja, ihr habt es eventuell schon bemerkt, ich habe ein neues Headset. Ich merke jetzt keinen großartigen Unterschied zum letzten, außer dass es ein bisschen komfortabler ist in mancher Hinsicht, aber das bemerkt ihr nicht. Das ist nur für mich gut. ja, ich mache hier mal einen kurzen Cut und guck, wie es aussieht. Jo, schön, wir haben noch gut Zeit. Wir werden jetzt ja, noch knappe 10 Minuten spielen. Mal kurz auf die Uhr gucken. Okay. Ja, hier sollen wir hin. Siehst ja, wir sollen uns in die Quartiere ausruhen oder so, ne? Oder schlafen oder umziehen. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Mal gucken, was passiert. Das wird wohl mein Zimmer sein. Ja, da waren wir eh schon mal drin. Die Uniform. Okay, umziehen. Zu einer Prüfung muss man halt auch mal sich den Regeln anpassen. Und ich muss sagen, steht ihm, oder? Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Okay. Er ist schon eine charismatische Socke, der Squall, oder? Also ich finde ihn von den Haupthelden ganz ehrlich am charismatischsten. Ja, das kann auch ein Kerl sagen, also beziehungsweise beurteilen. Ja, mal ehrlich, überleg mal an diese Hackfresse von Vaan aus Final Fantasy XII. Das war für mich kein Held, das war ein blöder Junge hier. Ne, ich möchte jetzt nicht wieder auf andere Teile rumdissen. Oh, da geht's los. Squall! Squall! Hier ist die Zusammenstellung für den Testeinsatz. Du bist zusammen mit Xel Dinscht. Das ist der etwas lebhafte Typ. Der nervt nur herum. Können wir die Zusammenstellung ändern? Das geht nicht. Xel! Xel Dinscht! Jo, definitiv lebhaft. Jo, sind wir zusammen? Ja. Ich glaube, die mögen sich noch nicht so. Auch bei Xel lassen sich Einstellungen im Statusmenü vornehmen. Das werde ich jetzt mal durchgehen, das Tutorial, weil ich nicht genau weiß, was da jetzt auf mich zukommt. Ich habe es schon wieder ein bisschen vergessen. Wenn man im vierten Fenster die Duellfunktion auf einstellt, werden seine Kombos automatisch ausgeführt. Die angewandte Spezialtechnik wird dabei zufällig ausgewählt. Ja, das ist genau das gleiche wie bei Squall, was ich euch vorhin zeigte. Das ist sein Limit Break. Nur muss man da selbst tipseln. Beziehungsweise kann es auch auf automatisch stellen. Soviel zu Xels Spezialtechnik. Wir werden es aber auf manuell stellen. Ich möchte das selbst tipseln. Du scheinst ja mit Cypher nicht auszukommen. Heute früh hast du dich mit ihm gestritten und abgelost, oder? Das war kein Streit, wir haben trainiert. Das glaubst nur du? Cypher will dich doch nur ärgern. Du darfst dich nicht provozieren lassen. Was geht dich das an? Hört mal. Der Cypher, er ist euer Truppenführer. Truppenführer? Er? Keine Änderung möglich. Cypher? Bist du hier, Cypher?
Leibgarde, Fujin und Raichin, der komplette Ordnungsdienst. Ja, den haben wir ja schon kennengelernt. Du bist der Truppenführer. Viel Glück. Quistis Trepe. Ich mag es nicht, wenn man mir viel Glück wünscht. Glück brauchen nur Leute, die nichts taugen. Verstehe. Viel Glück, Cypher. Das war geil. Setzt Quistis auf die Liste. Die Liste. Was wohl da drin steht? Vielleicht so eine Death Note Liste? Nee, hoffentlich nicht. Okay, Leute. Ihr seid der B-Trupp. Ich bin der zuständige Ausbilder. Achtet auf Teamwork und zieht die Prüfung erfolgreich durch. Teamwork bedeutet, dass ihr mir nicht in die Quere kommt. Das ist Regel Nummer 1 des B-Trupps. Vergesst das nicht, klar? Das sind ja... Sind alle beisammen? Okay. Schön, Sie zu sehen. Ich bin Direktor Sid. An dieser Prüfung nehmen 12 Personen teil, aufgegliedert in Trupps A bis D. Der Ort, wohin sie sich nun begeben, ist ein reelles Schlachtfeld. Die Kämpfe sind ebenso real. Eine Welt, wo Leben und Tod, Sieg und Niederlage, Ruhm und Schmach dicht beieinander liegen. Das alles wird sie begleiten. Eine Welt, die sie bisher noch nicht erlebt haben dürften. Nun... Empfindet jemand Furcht? Es werden 9 reguläre Seeds teilnehmen. Auch wenn sie nicht überleben sollten, werden die Seeds die Mission erfüllen. Diesbezüglich brauchen sie sich also keine Sorgen zu machen. Die Spezialeinheit Seed, der Stolz des Balamgarden. Lernen Sie von ihnen und befolgen Sie deren Befehle. Bestehen Sie die Prüfung. Sie müssen uns davon überzeugen, dass Sie als Seed geeignet sind. Es wird langsam Zeit. Okay. Der Direktor hat seine Ansprache vollendet. Und ja, dann wollen wir mal loslegen, ne? Cypher natürlich keine Seed-Uniform angezogen. Tja, Schüleruniform. Ist ja mal wieder typisch. Gibt gleich Punktabzug. Na, Direktor? Die Seeds haben noch keinen Gunblade-Kämpfer. Deshalb möchte ich unbedingt, dass sie in den Reihen der Seeds aufgenommen werden. Okay. Möchtest du Karten spielen? Gehen Sie nun. Okay, Entschuldigung. Könnte ja sein. Abmarsch! Jo. Ist ja gut. Okay, es geht gleich beim Parkplatz weiter. Und auf einmal stehen da auch... Boah, ein ziemlich interessantes Gefährt. Okay. Ja, los geht's. Hey, Squall, zeig mir deine Gunblade. Komm, nur einmal. Bitte, bitte, bitte. Okay, okay. Ich hab verstanden. Du bist eine pingelige Sau, genau das bist du. Hey, sag doch etwas! Was denkst du dir überhaupt? Nichts, nichts.
Ja, Christus, wir wissen es langsam. Du kennst uns. Okay. Was für eine Gruppe, Leute, mal ehrlich. Nerv hier nicht rum. Hasenfuß. Was hast du gesagt? Ach Leute. Es reicht jetzt! Ja, da fiel das Machtwort. Ja, also das ist ja mal wirklich eine geile Konstellation. Unterschiedlicher könnte sie nicht sein. Ich glaube, Xell wird mir aber auch langsam auf den Zeiger gehen. So einen hippeligen Kerl so neben mir. Quest ist. Wer war das Mädchen auf der Krankenstation? War da jemand? Mir ist niemand aufgefallen. Ist irgendetwas passiert? Nein, nichts. Grandios! Mein Team besteht aus einem Hasenfuß und einem Gigolo. Ja. Das hast du gut erfasst, Cypher. Wobei ich bei deinen Führungsqualitäten mir auch ein bisschen unsicher bin. Müssen wir mal ganz ehrlich sagen. Ja, und jetzt dürfen wir einen PKW steuern. Vorwärts mit Quadrat ein- und aussteigen. Okay, Perspektive verändern. Mir wurde übrigens mitgeteilt, dass man eigentlich mit R1 und R2... Ah ja, es geht. Okay. Das ist eine sehr schwerfällige Steuerung, finde ich. Aber es geht, man kann die Kamera drehen. Man muss nur ein bisschen länger gedrückt halten. Dann fängt die Kamera auch mal an, sich zu bewegen. Ja. Ich werde versuchen, auf der Straße zu fahren, aber ich glaube, mit dem Auto kommen eh keine... Gegner. Und wir gehen natürlich dahin, wo wir noch nicht waren. Ich bin mir übrigens, ich habe mich jetzt auf der Karte nicht so 100% umgeguckt. Das werde ich in Zukunft besser machen. Ich werde mich besser umgucken in der Gegend. Aber hier weiß ich einfach ganz genau, dass es wirklich nur die Feuergrotte und eben dieses Städtchen hier gibt. Da gehen wir jetzt hin. Das ist das Schiff. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Hast du etwa Schiss? Ihr seid die Letzten. Steigt ein. Tempo. Enttäusch mich nicht. Beeilung, Beeilung! Eigentlich... Beeil dich, Squall! Wollte ich mich hier noch in der Stadt umgucken. Ja, ich hoffe, ich kann hier weg, weil wir haben uns in der Stadt hier nämlich noch überhaupt nicht umgeschaut. Yay, es geht. Ja, es ist natürlich unlogisch, sowas zu machen. Aber hey, eine große, fette Stadt. Ich renne hier absichtlich rein, weil ich meine, das ist ein Inn und da könnte man speichern. Oder liege ich da ein bisschen falsch? Ich meine, da müsste ein Speicherpunkt sein. Denn ich werde jetzt, jawohl, ich werde den Part jetzt an dieser Stelle beenden. Werde noch ein bisschen Triple Trade spielen, ganz gemütlich. Und natürlich dann auch im regulären Part mit den Leuten hier quatschen. Und ja, geht spannend weiter. Schaltet also das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Let's Play Final Fantasy 8.